Okay. Heilmittel herstellen. Okay. Das ist Testament. Wo ist das Rezept? Wo ist das? Wo? Aha, hier. Wir machen wieder Trick 17. Toll, jetzt brauche ich die Holzkohle. Ich werde bescheuert. Snipping Tool. Neu. Abfotografieren. Und zur Seite schieben. Ja, wohin genau? kann ich das Fenster kleiner ziehen? Kann ich. So. So, geh rüber da. Genau. Okay. Problem. Ich glaube, ich hab's nicht mehr im Winter. Schöne Scheiße. Habt ihr eure Vorräte aufgestockt? Nein, natürlich nicht. Und jetzt ist der Typ, der es mir hätte verkaufen können, weg. Ich musste mir ein Video angucken und habe nicht gecheckt am Anfang. Ah, ich habe es auch zwei, dreimal verkackt am Anfang. Dann ging's aber, dann habe ich es kapiert. Also, Wasserhandvoll Baldrian vorbereiten, zwei Handvoll Disteln, aha, und etwas Kohle. Disteln in den Kessel und lass sie für 2 Sanduhr-Durchläufe kochen. Oha. Baldrian hinzu und lass es für 1 Sanduhr durchkochen. Lass das Gemisch abkühlen und zum Schluss nochmal Kohle hinzufügen. Also zweimal Kohle eigentlich. Gib zum Schluss die Kohle hinzu, aber lass das nicht kochen. Okay. Und vor allem habe ich es verkackt beim zweiten Mal, weil ich nicht gesehen habe, dass wenn ich das hier benutze, dass hinter dem Destillator noch die Fiolen gegriffen werden können. Das habe ich nicht gesehen. Ich hatte es eigentlich schon. Beim zweiten Versuch. Scheiße, wem habe ich die Kohle verkauft? Hier komme ich ja nicht rein. Ich könnte mal beim Schmied gucken, ob der zufällig Holzkohle hat. Ich meine, der braucht doch welche, oder? Ich dachte, wenn da Kochen steht, muss das Wasser richtig blubbern. Aber es hat... doch, Derwix, genau das ist es. Es muss richtig blubbern. Pförtner, hast du Holzkohle? Möge Gott über dich wachen. Ja, tschüss. Also bei mir war es so, es musste richtig blubbern. Und dann ist es auch eine Frage vom Timing. Tja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Also... Steinmetz, shit. Okay, Schmied. Bist du Schmied? Nee, doch Bewohner. Hat hier irgendjemand Holzkohle? Warte mal, bin ich jetzt total dämlich? Ich bin schon da vorbeigerannt. Hier vorne ist ja... Oder wäre er? Hallo? Tut mir leid, es geht um Leben und Tod. Ich brauche nur Holzkohle, nichts anderes. Scheiße, ich war ja schon mal dran. Scheiße! Es gibt's doch nicht! Was? Oh. Oh, weiß es noch irgendjemand von euch, wem ich die Holzkohle von verkauft hatte? Vielleicht in der Schenke? Schenke oder Krämer vielleicht? Sechzig Tränke? Ach du Heilige! Also ich finde es ja cool, dass es überhaupt machbar ist, ne? Aber ich finde, es sollte so ein bisschen eine Erleichterung geben im Sinne von, wenn du es einmal erfolgreich geschafft hast,
dass er danach so eine Art Schnellfunktion hinbekommt. Ach, Binky, komm schon. Die Mauer ist kürzer, als deine Beine lang sind. Also wisst ihr, wie ich es meine? Dass ich es auf jeden Fall einmal manuell gemacht haben muss und danach einfach die Option habe zu sagen, mach mal Schnellvorlauf. Also, du weißt ja jetzt, wie es geht und den Rest kannst du automatisch. Das fände ich cool. Für eine Party? Das muss ja eine komische Party gewesen sein bei 60 Tränke. Scheiße, jetzt machen die alle schon Feierabend, wa? Ich werd nicht mehr rankommen in die Holzkohle. So, warte, hier haben wir noch einen normalen Händler. Bitte hab offen, ja. Bitte sei da, ja. Hi, warte, stehen. Oh, Alter! Gott sei mit dir. Schnauze, Handel. Mach's gut. Hast du Holzkohle? Ja! Gib mir gleich 10 davon. Hey, okay, Baldrian haben wir. Disteln haben wir. Wasser haben wir ja vor Ort. Okay, wir haben alles. Ich weiß nicht, ob es möglich war, dass wer anders die herstellt und ich mir das den Dialog versaut habe, aber du stellst irgendwann 3 Tränke gleichzeitig her. Ah, okay, das ist cool. Aber bitte nicht verraten, in welchem Dialog und blablablub, ne? Nicht verraten, wann, wie, wo und wodurch. Huch. Warenkorb und ja, komm hier, 7 Taler, nimm. Hauptsache, ich hab die Holzkohle. So, jetzt noch schnell rüber zum Pater Fabian. Bevor der auch schon wieder verschwindet. Da. Rauf da. Los da. Hui! Fleisch, Hammel, Fleisch. Brot! Entschuldigung. Eigentlich hätte ich noch ein Brot-Emote machen müssen, oder? So. Diesmal laufe ich nicht links lang. Fabian, bist du noch da? Nein! Ist die Tür noch offen hier? Ja. Ist er oben? Wow. Wow. Oh, Alter, jetzt wird mir schwindelig hier. Nein, hier ist er auch nicht. Wird er mir auf der Karte angezeigt? Was zum Geier macht er mitten im Wald? Was? Er ist irgendwo da nach oben gegangen. Ach, hier ist ein Schneider. Oh, gut zu wissen. Oh, Alter. Ja, natürlich komme ich hier nicht hoch. Er schon, ich nicht. Shit. Wo ist denn der Typ? Ah, ja, auf einmal ist der unter mir. Ja, natürlich. Er war nur mal im Kacken im Wald oder was? Kafkas. Stronghold-Spiel, ich privat momentan Crusader HD, den 2. Kreuzzug und Alter, zum Ende hin wird er so dermaßen scheiße schwer. Und ich spiele den noch auf normal. Ja, und Stronghold 1 haben wir damals als erstes oder zweites Stream-Projekt, auf YouTube angefangen, damals noch zu streamen. Und erstmal nur die Story-Kampagne durchgemacht. Es gäbe noch eine Wirtschaftskampagne, die ich mir noch als Challenge auflege, weil die schon bei der ersten Mission, da kam ich schon nie weiter. So, Vinzenz. Vinzenz aus Merhoyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Sein letzter Wille. Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank.
Eine schlimme Seuche sucht Merhoyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja, noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Danke. Alles Gute. 175, nice. Warte, da war noch eine andere Gesprächsoption. Dann halt nicht. Ja, vor allem Wirtschaftskampagne. Bei Stronghold, da denkst du nicht an militärische Mittel, wirst aber dennoch angegriffen und musst dich verteidigen. Und manchmal kommen die Angriffe so dermaßen schnell, da hast du noch nicht mal zwei Bogenschützen rekrutiert. Und startest aber auch ohne welche. Also das ist schon heftig für dich. Und das halt noch mit den Mechaniken aus Stronghold 1 und nicht 2 oder Crusader, das ist schon wow. Also da kriegst du schon mächtig auf die Fresse, wenn du nicht schnell genug spielst. Deswegen dachte ich mir halt, okay, dann mache ich jetzt wenigstens erstmal Stronghold Crusader HD, den zweiten Kreuzzug. Und wenn ich das geschafft habe, dann probiere ich nochmal die Wirtschaftskampagne. Weil ich mir dachte, okay, dann habe ich vielleicht schon den einen oder anderen Cliff raus und so. Wann sollte man was bauen? Wie ist vielleicht mein Burglayout und so weiter? Aber gut. Ja, und der Lord muss gut carryen, ja, das stimmt. Aber eben das sollte er ja eigentlich nicht. Also nach Möglichkeit ist die beste Verteidigung so aufgestellt, dass der Lord keinen einzigen Kratzer bekommt, ne? Vor allem die Stärkeverhältnisse, die Balance in Stronghold 1 ist ja noch so, 4 Streitkampfkämpfer reichen theoretisch den Lord zu killen. Je nach Mission. So, hier. Aber ich mach mal kurz ein kleines Pinkelpäuschen. Ich streame jetzt seit 5,5 Stunden und war noch kein einziges Mal auf Klo. Mach mal kurz Stuhl-TV. Hallo, hier bin ich. Huhu. So. Heilung fehlt in dem Game. Ja, ja. Es gab ja durch Mods und so für Crusader gab es ja die Option, dass du mit der Apotheke die Truppen heilen konntest. Aber nur dann, wenn die Apotheke auch da ist und der Apotheker die Truppen erreicht. Also, dass du dann schon mehr oder weniger die Apotheke an die Mauer stellst, sozusagen. Das gab's. Oder gibt's aber noch, sagen wir so. So, aber jetzt, wie gesagt, ich bin mal ganz schnell weg und bis gleich. Ihr kriegt jetzt den besten Moderator der Welt, den Stuhl-TV. So, da bin ich wieder und ich denke, wir können noch ein bisschen quatschen, bevor wir weitermachen. Übrigens, bestes Anzeichen dafür, wie gut mir das Spiel gefällt, als ich heute gestartet habe den Stream, aufgrund von Krankheit, habe ich ja gesagt, 0 Uhr machen wir Feierabend. Dann sagte ich noch 1 Uhr, jetzt haben wir 2:30 und jetzt bin ich so angefixt, ich will das jetzt noch durchziehen mit dem Heilmittel. Danke, Stuni. Mach mir es mit dem Rauchen nicht nach, ist sowieso ungesund und teuer und ich habe einen extra Emote dafür. Ja. Das Problem an Stronghold war halt einfach,
Es war zu perfekt, wie Maurice Weber von GameStar schon sagte. Es war einfach zu perfekt. Das Einzige, was Firefly Studios damals noch machen konnte, war, daraus ein 3D-Ding zu machen. Um es in Anführungsstrichen besser zu machen. Aber selbst das haben sie nicht hingekriegt. Das ist so richtig hingekriegt. Es war ein cooles Konzept in Stronghold 2, fand ich. Mit dem Warenverkehr. Das hat mir schon irgendwo gefallen. Von Provinz zu Provinz, dieses Hin- und Hergeschiebe. Auch die neuen Produkte, die man herstellen konnte, mit den Kerzen zum Beispiel oder dem Gemüse. Das war schon irgendwo ein cooles Konzept. Hätten sie aber auch in 2D super geschafft, wie ich finde. Und sie hätten nicht mal die Grafik ändern müssen. Ich würde mich mega über ein Stronghold 1 freuen, was einfach mal 6, 7, 8 verschiedene Story-Kampagnen hätte, die mindestens genauso lang sind wie aus dem ersten Teil. Einfach mal unterschiedliche Bereiche Europas sich schnappen, unterschiedliche Stories aus der tatsächlichen Historie herausschnappen und das dann da reinführen. Was dem Spiel immer gefehlt hat, sage ich mal, was halt eine Schwäche des Spiels war, war offene Feldschlachten. Es gab nicht so das richtige Steinschere-Papier-Prinzip und Formationen und Flankenangriffe und so. Das gab's halt nicht beim ersten und Crusader. Das hat halt gefehlt. Das wäre ein würdiges Feature für den zweiten Teil gewesen. Weil, wenn du an falls ihr das noch kennt, Cossacks denkst. Cossacks oder American Conquest, was so ähnlich aufgebaut war. Da hat das super funktioniert mit Formationen in 2D. Auch variablen Formationen funktionierte. Das hätten sie tatsächlich für Stronghold umsetzen können, aber dann halt auf Mittelalter, weil Cossacks ist ja auf Nachrenaissance-Zeiten, also dann, wenn du schon mit Schießpulverwaffen anfängst. Und noch die letzten Nahkampftruppen so in der Armee verblieben sind. Das hätten sie aber hätten sie adaptieren können. Hätten auch ein paar Leute aus dem Cossacks-Team noch abwerben können, die das System gemacht haben. Für Stronghold 2 in dem Fall. Es hätte 2D bleiben können, definitiv. Dann halt wirklich geile Story-Kampagnen drum gebaut, mehrere. Cossacks hatte ja, ich glaube Cossacks 3 hat momentan 26 Story-Kampagnen. Mit allen DLCs. Such dich auch so zwischendurch mal. Weil es ist halt ein geiles Spielprinzip einfach. Ja, also 6, 7 Story-Kampagnen hätten vollkommen gereicht. Plus die ganzen Szenarien. Plus einen vernünftigen Multiplayer, der damals gefehlt hatte. Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sire. Nitrox, Hallöchen. Herzlich willkommen in meiner kleinen Raucherpause. Mach mir das mit dem Rauchen nicht nach, liebe Raider. Und Hallöchen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Stuni das jetzt hinbekommt mit dem Shoutout. Und zwar so, wie ich es vorhin gezeigt habe. Könnte ein Weilchen dauern aufgrund von Delay. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Ach Mensch, danke dir. Danke dir, mein Lieber. Ja, also wie gesagt, macht mir das mit dem Rauchen nicht nach, liebe Leute. Zitze. Na komm, Stuni, du schaffst das. / Shoutout. Nitrox. Nitrox, erzähl doch mal ein bisschen, was du Schönes gestreamt hast. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Sonst kennt man ja so ein bisschen die Leute, die einen raiden. Weil es immer dieselben sind, so aus der Bubble heraus. Und ja, nicht wundern, dass ich heute mit flackerndem Licht hier gerade sitze. Wir machen gerade kurzes Päuschen. Und ich habe heute eigentlich ohne Kamera gespielt, aber in der Pause wollte ich wenigstens die Kamera anmachen. Und wir hatten gerade das Thema Stronghold und warum es halt so ein bisschen in die Hose ging mit den Fortsetzungen. Ah nee, / nicht Ausrufezeichen, sonst war schon richtig. Wir haben heute Hell Let Loose gespielt. Oha, okay. Das ist ja übelst brutal. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das Video. Aber Shooter sind eigentlich nicht so meine. Also, Schrägstrich meine ich, Stuni. Schrägstrich, nicht Ausrufezeichen. / ist halt, Schrägstrich. Wann spielen wir eigentlich Anno miteinander, fragt der Kafka. Oh, gute Frage. Ah, gute Frage. Aber Kingdom Come, bestes Spiel. Ja, auf jeden Fall.
ist mein erster One, also bitte, bitte nicht spoilern. Studi hat's geschafft! Da ist er, der Shoutout! Und der Nitrox kriegt jetzt dementsprechend auch im Aktivitäten-Feed seine Info. Und natürlich danke fürs Follow. Habe ich gar nicht gesagt, ne? Entschuldigung. So, und jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Jetzt will ich mal gucken, was denn der Nitrox so als Kanal hat. Hat schon mal ein Profilbild, natürlich. Gehört sich ja auch, ne? So, mal gucken, was du denn sonst so streamst, mein Lieber. Ach, ich bin nicht mal angemeldet. Moment. Moment, das kriegen wir hin, ne? Ah, aua! Laut! Werbung! Nee, Intro! Erstmal Ton ausmachen. So, also, neben Hell Let Loose spielst du auch Super People. Ansonsten, oh, Project Zomboid, beste. The Hunter, dann The Isle, kenne ich auch durch Osukom und Zwebo und Senpai. PUBG, da ist dieses Super People, dann Ready or Not, Tom Clancy's Rainbow, Just Chatting ist mit dabei und Hell Let Loose. Also ich sehe schon, du bist ziemlich Shooter-geil, auf gut Deutsch. Ist bei mir so gar nicht der Fall. Früher auf der Playstation mit ein paar Freunden zusammen oder damals noch zu Counter-Strike-Zeiten haben wir dann noch gerne mal LAN-Partys gemacht, ja, aber heute gar nicht mehr, bei mir, also bei mir nicht mehr so. Hauptsächlich GTA-RP, ach so. Okay, wird hier gar nicht gezeigt. Das, ach doch, da, Mensch, ich hab's voll übersehen. Sorry, bin manchmal ein bisschen doof im Kopf und so. Rollenspiel, was spielst du denn da für einen Charakter? Ich hab übelst gerne beim Vikingblatt zugeguckt, als er das noch gestreamt hatte. Und danach auch beim Beutel-TV, ein Kumpel von mir. Chief of Police bist du? Wow, okay. Da hast du dich hochgearbeitet oder war der Platz einfach nur frei? Ist auch dein Server. Ah, okay, gut, also war der Platz frei. Das ist natürlich ordentlich was, ja. Als es damals so richtig krass gehypt wurde mit den RPs, dachte ich echt eine Zeit lang drüber nach, ob ich das auch mal machen sollte. Aber ich habe so lange keinen RP mehr gemacht. Mir fällt es heute schon schwer, wenn ich jeden zweiten Freitag mit Fenrir zusammen zu Frost streame. Und da dann jemand eine Kanalpunkteoption bei mir einlöst, die ich nur für das Spiel immer extra habe, im Sinne von, ich soll jetzt jemanden spielen, der so und so tickt. Das fällt mir schon schwer. Letztens hatte Decker noch, also mein Moderator gewirkt, ich soll jemanden dumm spielen, der einfach nichts kapiert. Fiel mir schwer. Nicht, weil ich nicht dumm wäre, sondern ich hinterfrage halt alles und jeden. Und deswegen habe ich ein gewisses Allgemeinwissen. Das ist halt so ein Tick von mir. So. Ja, und eigentlich waren wir gerade noch beim Thema, es kam halt zufällig auf, das Thema Stronghold. Wie cool es gewesen wäre, wenn die Fortsetzung von Stronghold 1 und Stronghold Crusader in derselben Grafik gewesen wäre, dann 6-7 neue Story-Kampagnen, die mindestens genauso lang sind, wie die erste es war, aber jede Story-Kampagne für sich nochmal genauso lang ist, mindestens. Unterschiedliche, ja, Regionen aus Europa gestammt, unterschiedliche Hintergrundstorys, so ein bisschen historisch gesehen. Und eine Schwäche hatte Stronghold immer, und zwar offene Feldschlachten. Die waren nicht gut machbar in dem Spiel. Es war halt immer so eine Klumpelparty, immer so ein Fleischhaufen, den du da bildest. Und hinterher kam bloß noch ein bisschen Altmetall raus. Das hätten sie zum Beispiel adaptieren können von Cossacks auf Stronghold. Es war fast der gleiche Grafikstil, sage ich mal, ne? Das wäre echt gut gewesen. Das war so meine Grundidee dabei. Aber hätte Fahrradkette, ist nie passiert, ne? So. Dann würde ich sagen, hier noch Päuschen. Trinke ich nochmal einen Schluck Wasser. Und wir wechseln wieder rüber, oder? Ins Spiel. Wir sind gerade dabei, nur zur Info für dich, lieber Nitrox. Wir sind gerade dabei, ein Heilmittel für die Krankheit herzustellen, die in Merhoyet ausgebrochen ist. Obwohl ich eigentlich auf dem Weg nach Pribislava war, wo ich mittlerweile schon ein ernannter Vogt bin. Ich wollte aber jetzt endlich anfangen und auf dem Weg dahin bin ich in Merhoyet vorbeigekommen und wollte noch Matthias endlich mal wieder sehen. Ja, deswegen. Warum rede ich schon wieder in die Kamera? Aus Gewohnheit. So, also, neues Anno in ein paar Jahren? Wie ein neues Anno? Die haben doch erst vor kurzem den neuen DLC rausgebracht für 1800, Kafka.
Welches Anno soll es denn jetzt werden? 1300? 1200? 1900? Weil viele Optionen haben sie nicht mehr. Warum weißt du mehr als ich, was Anno angeht? Scheiße. Okay, gut, wir sind eigentlich jetzt da, ne? So, also. Bereite Wasser und eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und Kohle vor. Okay, also Wasser. Wasser. Ich hoffe, das verdampft nicht zu schnell und ich muss es irgendwie nachkippen. Das wäre kacke. So, dann brauchen wir Inventar. Zuallererst brauchen wir Disteln. Ja, dann halt's Maul. Oh, Entschuldigung. So, dann brauchen wir Baldrian. Wenn ich das zweimal mache? Ach nee, okay. So, dann brauchen wir zum Schluss noch die Kohle. Ach, die ist da unten. Oha. Okay. Ja, aber damit ist der Inhalt durch. Gibt noch Kosmetik und so weiter, aber Inhalt ist fertig. Das sind in der frühen... die sind in der frühen Konzeptphase. Wenn sie so lange brauchen, wie immer, dann so drei bis vier Jahre. Und 19. Jahrhundert geht nicht. Wieso nicht? 19. Jahrhundert ist ja 1800 irgendwas. Also bis 1899 ist es das 19. Jahrhundert. Da ginge schon vieles, also. Ne? Da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Also da ist schon was machbar, ne? Achso, wegen der Quersumme vor... Ah ja, die Quersumme muss 9 sein. Ja, Entschuldigung. Oh, ja gut. Dann sollen sie halt 4000 BC machen. Keine Ahnung. So, sorry. So, also, Baldrian, Disteln und Kohle. Habe ich nichts übersehen? Ja, nein, vielleicht. Wasser haben wir drin. Baldrian, Disteln und Kohle. Okay. Gut. Dann, ich soll Disteln hinzugeben und das zwei Sanduhr-Durchläufe kochen lassen. Dann Baldrian, dann abkühlen. Also. Gib die Disteln. Eine Hand, zwei Handvoll. Zweimal Disteln. Zweimal Disteln. Distel geht rein. Und noch eine Distel. So. Distel geht rein. So. Das soll erstmal kochen und sobald es kocht, zweimal Sanduhr. So, es kocht. Sanduhr Nummer 1. Kurz bevor die zweite durch ist, haue ich den Baldrian dazu. So. Dann schnappt ihr schon mal den Baldrian. Kurz bevor die Sanduhr durch ist, habe ich gesagt. Jetzt. Nein, weiter kochen! So, ein Sanduhr-Durchlauf. Ich finde einfach keinen Schlaf. Wieder. Ah, ich hab's jetzt zu lange kochen lassen, wa? Shit. Ah, vielleicht hat's gerade noch gereicht. So, lass das Gemisch abkühlen. Er macht die gleich mit rein! Nein, ich wollte sie erstmal nur in die Hand nehmen! Ach, du Sack! Oh. Mal gucken, ob's schon geglückt ist. Derricks, hör auf. Wir haben es vorhin vollkommen anders erlebt. Es muss blubbern. Und? Hatte ich Erfolg? Ha! Derricks? Noch welche Worte? Es muss blubbern. Kochen tut's dann, wenn's blubbert. Siedelprozess. Ne? Es muss blubbern. Das war kein Glück, Derricks. Wir haben es vorhin durchprobiert. Und Schluss jetzt mit dem Thema, ey. Ganz ehrlich. So eine Rechthaberei kann ich nicht leiden.
So. Also ich meine es nicht böse, ja, Derex, aber wir haben es vorhin mehrfach durchprobiert. Wenn du nicht dabei gewesen bist, dann hör auf zu diskutieren. Ganz ehrlich. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas zu erledigen? Nee, ne? Erstmal nicht. Wir müssen weiter. Genau, jetzt müssen wir das rüberbringen. Und ihn dann nach der Lage fragen. Na gut, also ab nach Merhoyet. Oh Gott, ich hoffe, es gab jetzt ein Autosave. Warte mal. Wie spät haben wir das? 1:47? Naja, vor meiner Pause gab es eins. Toll. Bitte kein Überfall. Und wenn doch, dann lass mich wenigstens heile davon kommen. Ich meine, er müsste ja jetzt auch nachts arbeiten, oder? Ich meine, es geht hier gerade um Leben und Tod und so, ne? Nicht, dass der jetzt wieder Feierabend hat. Wäre dezent doof. Das meiste Gesunde wird eh gebacken. Kuchen, Pommes, Nuggets. Nee, Nuggets werden frittiert, bitte. Und Pommes auch. So, absteigen. Denn das können wir jetzt hier zu Fuß machen. Wo ist er denn gerade? Hier. Achso, ja. Wir müssen eine Fackel tragen. Hier irgendwo, oder? Nee, hier drin. Ja, da ist er. Nikodemus, ich habe das Heilmittel. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Jo. Hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Problem. Wir haben nur eine Fiole. Ja, okay, eine Heißluftfritteuse würde ich auch noch nehmen, ja. Ja, okay, Kafka, das kann ich natürlich verstehen. Ich meine, okay, Pommes aus dem Ofen schmeckt auch geil, aber es braucht immer so ewig. Ich habe ihnen geholfen, sie müssen mich zu ihm lassen. Vielleicht genau. Kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Alles Gute. Was ich aber definitiv bestätigen kann, Fischstäbchen im Ofen finde ich geiler als aus der Pfanne oder aus der Fritteuse. Moment, jetzt halt nicht aufgepasst. Zu wem soll ich jetzt? Gib dem Kranken das Heilmittel. Ja, scheiße. Und welchen nochmal? B. Wow. Okay. Hätten wir es auch geklärt. Es ist wieder so eine akkurate Anweisung. Also, da kann ja nicht schief gehen. Ne? Also, ich meine ja nur. Hallo. Johanka. Hey, lass mich mal ran da. Denn sie will ja. Nein, mein Gott. Wir schlafen. Aber ich habe ein Gegenmittel für dich. Lieber Gott. Wofür bestraft... Nein, mein Gott. Jutsch! Ich wiederhole, was kann da schon schief gehen? Hi. Nee, das ist das Gestüt. Ich hab nicht aufgepasst, verdammt, wem soll ich das geben? Scheiße. So, sie ist ja nicht krank gewesen. Sie betet wahrscheinlich immer noch nach Westen, ne? Wow, wow. Ich würde lachen, wenn sie immer noch hier sitzt und nach Westen betet. Oh, nö, die ist nicht mehr da. Die ist zum Himmel gefahren, okay. Entschuldigung, ist hier irgendjemand krank? Ich hätte da ein paar Heilmittel. Du? Du bist zurück? Ja. Und ja, so wie du dich krampfst, bist du krank. Etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Mach's gut, Kafka. Danke, dass du da gewesen bist, mein Lieber.
Und ja, Donnerus ist natürlich eine Geschmackssache. Aber ich persönlich finde, mir selbst schmecken sie am besten aus dem Ofen. Also, wirklich nur für Stäbchen in dem Fall. Matthias war nicht krank, ne? Der hatte bloß das mit dem Arm. Oh, so wie er da liegt, ist er auch schon tot. Oder er steckt mit offenen Augen. Ob wir ihn mit Köter wach machen können? Ich meine, ich könnte den... Nein. Trinken und dann verteilen? Ja, genau, Studi. Erst trinken, dann verteilen. Achso, warte mal kurz. So, muss mal kurz wieder das Bild von dem Rezept löschen. Bei ihr waren wir. Hier müssen... Ach, hier bei Stroh, ne? War doch Stroh sein Haus, oder? Nee. Daniel, Entschuldigung. Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Gut, zwei. Und jetzt noch Melisha. Oder? Vegane Fischstäbchen klingt auch interessant, Derrix. Also ich selber muss schon eingestehen, was heutzutage, ach hier ist Stroh, was heutzutage die veganen Sachen angeht oder die alternativen Sachen, es sind nicht alle vegan, manchmal auch einfach nur vegetarisch, da sind schon enorme Fortschritte passiert. Es ist zwar schweineteuer manchmal, aber wie täuschend echt die Sachen schmecken können, ist wirklich schon krass. Es ist bloß die Frage nach den Inhaltsstoffen nochmal, ne? Also da musst du natürlich ein bisschen auch bewandert sein. Mit diesen komischen E-Nummern und so, um dich dann, ja, wenn du dir so eine Inhaltsstoffe durchliest, dass du dir selber weißt, okay, esse ich jetzt im Endeffekt eigentlich gerade Plastik? Oder nicht? Also wo ist da jetzt die gesunde Alternative hinter, ne? Also nicht Plastik, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Sachen, die, wo in einer Portion dann schon der ganze Jahresvorrat drin ist, den dein Körper eigentlich maximal bräuchte. So, Geschmäcker sind verschieden. Wenn du Lachsforellen gefangen hast, machst du sie dir gerne im Ofen und deine Frau möchte sie lieber aus der Pfanne mit Haut angebraten. Ja, genau. Das ist, ja, so ist es halt nun mal. Jeder mag das ein bisschen anders. Genauso wie es der eine hart und der andere zart mag. Oh, Entschuldigung, nee. Stroh! Ich doch alle in Ruhe. Ja, dann fahr sauer doch, du Idiot. Ich hab ein Gegenmittel für dich, aber ist okay. Ach so. Ach nee, doch nicht, nee. Was? Nee, geht nicht. Da ist er schon dran. Ach, Mann. Wen hab ich jetzt übersehen? Hier war der Gefangene drin. Ach so, ja klar. Der auch noch, ne? Da ist ja, da war ja noch was und so, ne? Hey! Alles klar? Jetzt warten und sehen, was passiert. Oh, lol. Nein, doch nicht. Ich habe jetzt bloß das Gespräch mit Melisha übersprungen. Scheiße. Na gut, wenn hier sowieso keiner Wache steht. Kann er nicht haben, mal reinzugucken. Oder? Mein Gott. Genug. Ich ertrage das nicht länger. Na dann rede. Nicht? Okay. Wir sind sehr, sehr vorbildlich, dass ihr... Ich wollte hier von außen zumachen, aber danke. Ich bin sehr vorbildlich, dass ihr ihn hier nicht einschließt. Er könnte ja auch nicht jederzeit flüchten. Meiner nur.
Boah, bin ich jetzt total bescheuert? Da war doch... Ach. Hier ist er doch. Er ist auch krank. Ich weiß wohl, was die Krankheit verursacht hat. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genügt's also nicht, dass der Junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Lebe wohl! Nein, mein Gott. Ich will schlafen. Na, wenigstens schlafen sie am Feuer. Ich würde ja jetzt am liebsten was essen hier, ne? Aber... nee, nicht wenn es mit dem Wasser gekocht ist. Ich habe immer noch nicht alle. Oder geht's mal wieder nur tagsüber? Johanka, was machen wir jetzt? Nein, auch nicht mit dem Seuchenwasser waschen. Ich rede nochmal mit Nikodemus. Vielleicht habe ich es ja doch schon erfüllt und weiß es nicht. Der war hier drin, ne? Well, ja. Nee, ich kann es stehlen, aber das will ich natürlich nicht. Oh. Du willst ja nichts, alles klar. Was machen wir jetzt? Wen habe ich übersehen? Da war ja bloß die Witwe. Der haben wir das schon gegeben. Hier waren wir auch schon. Ich darf vielleicht irgendjemanden übersehen? Irgendwie so ein Drei-Personen-Haushalt oder so? Hier drinnen? Ach! Hier ist auch noch jemand. Die Ladenwache. Oh, warum wächst du mich? Hau ab. Okay, erstmal. Er ist nur müde, nicht unbedingt krank. Angenommen, ich warte jetzt so lange. Wie viel Energie habe ich dann noch? 63. Ja, komm. Fischstäbchen selber machen, Hecht durch einen Fleischwolf und dann davon Fischstäbchen machen. Geile Scheiße. Echt? Durch einen Fleischwolf? Ich hätte gedacht, einfach die Filets rausschnippeln und dann panieren. Aber gut, das hat dann schon eher was von einem Backfisch, ne? Wird durch einen Fleischwolf gedreht, wird es ja eigentlich nicht. Es sind ja eigentlich Filets, die paniert sind. Aber gut, ja, Hecht als Fischstäbchen stelle ich mir geschmacklich schon geil vor. Jetzt soll ich noch den Banditen sehen? Nee. Vorher mal die Fackel aus. Jetzt ist hier natürlich abgeschlossen. So. Dir geht's gut, ja? Hecht ist doch ziemlich gretenreich. Wahrscheinlich deswegen Wolfen. Ah, ja, stimmt, klar. Ja, gut, okay. Ja, gut. Das Lachs aber normalerweise auch. Also recht grätig. Es geht. Es geht, aber es geht. Könnte schlimmer sein. Ah, stimmt, ja. An die Greten habe ich aber nicht gedacht. Na, immer noch krank? Okay. Lass mich raten, der Gefangene ist nicht mehr oder ist schon weg? So, ne, hier im Gestüt hatte ich ja niemanden. Wir schauen nur nochmal vorsichtshalber alle durch. Willst du jetzt was trinken? Ich will nicht reden. Alles klar. Heilige Maria. Hey! Endlich mal wieder geschafft, den Charisma-Bonus zu bekommen, weil wir uns nicht überfressen haben 5 Tage. So ist es. Filet ist da eher unproduktiv. Man kann durch Frikadellen da, man kann auch Frikadellen daraus machen. Ja, stimmt. Ja, auch ja, Fischfrikadellen. Oh, schon ewig nicht mehr gegessen. Oh, Mensch, ich sehe gerade, ich habe die ganze Zeit über den Vogt Streitkolben ausgerüstet. Ach, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Statussymbol und so. Mein Nachname, dieser Fisch.
Also Hecht oder Catfish, weil du dann Cat-Smiley gemacht, egal. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkleifen. So, hier noch schnell reingelumscht. Na, die sieht doch fit aus. Die Tür aufgelassen hat für uns. Ah, das sieht nicht so gut aus hier, wa? Schauen wir mal. So, Melicha. Hey, Fischfresse. Hallo. Arsch. Wer du motzt. Du darfst da nicht rein. Alter! Du musst Melicha um Erlaubnis bitten. Ich hab die Erlaubnis und hast du eine neue Keule. Die sah vorher anders aus. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Garfield Hecht. Okay. Du hast wirklich Hecht mit Nachname. Okay. Kenne ich nicht viele Leute, die so heißen, also eigentlich nur dich. So. Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Ich bin Herrn Ratzigs Gesandter. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst, nein. Wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melicha um Erlaubnis. Möge Gott über dich wachen. Ich hasse mein Leben. Wo ist Melicha jetzt? Wo stolziert er wieder rum? Ist er drinnen? Hier ist bloß die Wache. Melicha! Warte mal, kannst du noch mal irgendwie was machen? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay. Da ist bloß die Kranke, da oben ist nichts. Hier ist abgeschlossen. Oh, ist das wieder ein Rotz? Wo ist der jetzt wieder hin? Der war doch eben noch hier. Da ist er. Und? Darf ich mit ihm reden? Natürlich nicht. Schnauze. Reden. Oh, er steht doch da. Warum darf ich nicht mit ihm reden? Ja, geh rein und setz dich da. Es ist ja nicht so, dass es hier um Leben und Tod ginge. Es ist ja auch nicht so, dass ich noch ein Dorf wieder aufbauen muss. Es ist ja auch nicht so, dass ich noch eine Frau habe, die auf mich wartet. Nein, es ist ja auch nicht so, dass wir hier auch eine Hauptstory irgendwie mal weiterbringen wollen. Nein, ich muss darauf warten, dass der werte Herr Melicha irgendwann mal wieder ansprechbar ist. Danke, Spiel. Endlich Ruhe. Nein, hast du nicht! Ich stehe genau vor dir, du Sackfresse! Lass mich in diesen verdammten Stall! Dreh doch nicht wieder um! Okay, Kumpel, wir müssen unten... Doch, wir müssen unten eine Lösung finden jetzt hier, das geht so nicht. Ich möchte den... Du, Schanvi, lebe wohl. So, pass mal auf, ja? Du guckst ja eh grad nicht hin, ja? Genau. Guck dir den Sonnenaufgang an. Willkommen zurück unter den Lebenden. Na, wer bist du? Ich bin Herrn Ratzigmann. Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kubilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Aha, das ist sehr weise von dir. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Nein. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles? Sag mir danke. Zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts wer? Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie okay. Alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und wer ist der das? Er lässt es Münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit?
Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wir hatten doch diesen einen Marquardt, der so extrem gestochen geredet hat. Der doch, ich glaube, in Uschitze war und den wir dann von dort aus weggelenkt haben. Er war doch wegen einer angeblichen Hexereigeschichte da und da haben wir Godwin geholfen, den loszuwerden. Nee, nicht Godwin, Hanusch haben wir geholfen. Ich glaube, es war Uschitze. So, wo finde ich diesen Anführer? Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen, kam aber nicht mit, ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Aber das habe ich ja schon die ganze Zeit vermutet, dass überm Wicht noch jemand anders steht. So, dieser Anführer hat also das Kommando, ja? Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Also war Pribislavitz schon lange ein Stützpunkt für Banditen? Und erst durch den Kriegsausbruch kamen dann halt, ich sag mal, engagiertere Absichten dahinter, die wahrscheinlich den Krieg ausgenutzt haben oder sich mit einer der Kriegsparteien verbündet hat gegen uns. Woher wusstest du von Pribislavitz? Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislavitz. Okay. Aber wozu der Angriff auf Meerhojet? Wozu der Angriff auf Meerhojet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislavitz war erst der Anfang. Oh oh. Und ich denke, sie werden zurückkommen, Pribislavitz. Wie er immer noch davor steht, du darfst da nicht rein. Ich könnte jetzt zu ihm gehen und sagen, ich weiß. So, gefälschte Groschen. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislavitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Und Rovna hat zufälligerweise auch eine sehr schlechte Meinung von uns. Also vom Ruf her. Weiß der, wo das Geld herkommt? Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann
gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Was hast du noch ins Lager gebracht? Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir. Diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Okay, worum ging es in den Briefen? Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ja, gut, okay, verständlich. Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. Okay, das genügt erstmal. Das Erste nicht wissen. Das Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Die Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern bei meinem Herrn, Herrn Ratzig. Aber... Er war kooperativ. Er hat schon alles gesagt, was er wusste. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er lügte. Er war auch sowieso ein kleiner Fisch. Ich werde Herrn Ratzig sagen, dass vielleicht der Henker nicht notwendig ist. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Okay. Oh! Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Halt verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Was? Er kommt mit mir. Er kommt mit mir. Er ist Herrn Ratzigs Gefangener und nur er hat das Recht zu entscheiden, ob er leben darf oder nicht. Ich scheiß auf dich und Herrn Drecks Ratzig. Der Scheißkerl hat meinen Jungen umgebracht. Und dafür mache ich ihn kalt. Dann musst du erst an mir vorbei. Wo ist dieser mordende Hund? Ach, schon wieder? Ach, komm schon, Junge. Das Spielchen hatten wir doch schon mal. Komm her. So. Bam. Und zack. Hier noch eine kurze. Zack. Und da, hier nochmal. Sag mal, mischt sich jetzt gerade wirklich der Wächter ein? Bam. So, gib doch auf, Junge. Wir hatten das Spiel schon mal. Ja, so. Julia, was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich geh in den Arsch. Ist okay, ich geh schon. Gut, ja, so. Zufrieden? Ja? Oh, ich bin offiziell noch im Kampf. Ah, jetzt nicht mehr. Hey. So, gibt nicht mehr zu sehen. Geht wieder. Suchst du nach mir? Nein. Bestimmt nicht. Wer auch ganz provokant die Tür auflässt, damit er was zu tun kriegt, wa? Ich habe immer noch nicht eines Heilmittel gegeben. Oh. Du darfst da nicht rein. Gut, er ist schon mal nicht tot. Das ist wichtig. Ich bringe dich nach Ratai. Nein, Moment! Jetzt sind wir gleich in Ratai, oder? Aber ich wüsste jetzt auch echt nicht mehr, wen ich noch übersehen habe. Das Gestüt war nicht im Bereich, ne? Nee, das Gestüt lag nicht im Bereich. Also im Gestüt gab es niemanden. Und alle anderen Häuser habe ich ja mehrfach durchsucht. Aber gut, okay. Nicht bei Tageslicht. Wollten ja alle schlafen. Statt sich ein Heilmittel geben zu lassen. So, na gut. Wenigstens das. Na gut, ein paar Wochen halten die noch mit der Scheißerei aus, oder? Jetzt sollen wir Bericht erstatten, okay. Wer ist im Kerker? Das sind aber ein paar Leute im Kerker.
Wenn ich schon Schlösser knacken könnte, wäre es mal interessant zu wissen, wer noch da drin ist, ne? Da sind nämlich zwei drin. Der eine sieht aus wie Matthias. Wieso schleichst du herum wie ein Strauchdieb? Weil ich bloß einen anderen Blickwinkel brauche. So. Na gut. Auf zu Herrn Ratzig. Herr? Wo seid ihr? Das ist nicht Herr Ratzig. Wo bin ich überhaupt? Moment mal. Ich bin gar nicht in der Burg, ich bin im Vogthaus. Arg! Das ist nie passiert. Hallo, Herr Vogt. Tschüss, Herr Vogt. Und wieder der Hochstiefel. Oh Mann. Und weh, du brüllst mir wieder irgendwas verbrotet daher. Ach, guck mal, wer wieder lebt. Hi. Hi. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, du, nochmal wegen dem letzten Faustkampf. Es tut mir echt leid, das war nicht meine Absicht. Da hab ich mich echt verklickt, ja. Gott behüte dich. Ich wollte dir echt nicht das Genick brechen, ja. Also als du schon bewusstlos... Okay, er ist nicht tot. Oh mein Gott. Ja, gut. Der Clip ist trotzdem berühmt. Entschuldigung.